Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute ein durchaus etwas größeres SUV vor der Kamera, der Dodge Durango RT, um ihn richtig zu benennen, mit dem Modelljahr 2021, also das aktuelle Modell. Mit einem großen 5,7 Liter Hemi V8 Triebwerk, aber wir haben hier auch eine Autogasanlage verbaut und genau um die geht es heute auch, denn wir schicken unseren großen US-Dinosaurier hier auf Verbrauchsrunde mit Autogas und mit Benzin. Ich will herausfinden, wie sparsam ist er mit Benzin, wie sparsam mit LPG. Und natürlich wollen wir herausfinden, was spart uns denn diese LPG-Anlage ein an Kosten. Ich werde euch aber auch während der Fahrt natürlich alle Infos rund um den Dodge Durango geben, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse natürlich sind, was ihn im Innenraum so auszeichnet, wie die Qualität ist. Am Ende bekommt ihr dann natürlich die Kostenabrechnung und meine persönliche Meinung zum Dodge Durango. Wenn ihr Spaß dran habt, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, den Kanal abonniert, dem ganzen ein Like gebt und am Ende noch kommentiert unten in der Kommentarbox, damit wir am Ende dieses Videos auch über den Dodge Durango ein wenig diskutieren können. Ich würde mich riesig freuen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich ziehe hier den Schlüssel, drücke zweimal auf den Knopf und dann macht sich der Dodge Durango schon mal warm. Viel Spaß bei diesem Video. Der Durango ist ein, ja, für unsere Verhältnisse sehr großes SUV. Er hat einen sehr selbstbewussten Auftritt. Die Front gefällt mir richtig gut, auch mit dem Modelljahr 21, mit den noch nachgeschärfteren LED-Scheinwerfern und dem LED-Tagfahrlicht gefällt mir das sehr gut. Am Heck haben wir dann auch ein riesiges Leuchtenband, was die Leuchten komplett miteinander verbindet und die Heckpartie noch mal in die Breite zieht. Der Wagen ist 5,10 Meter lang, 1,92 Meter ohne Außenspiegel breit und 1,83 Meter hoch. Also sehr stattliche Abmessungen. Er kommt stets als Siebensitzer daher und mit Vollausstattung. Und als Siebensitzer kommt natürlich die große Frage, wie groß ist denn der Kofferraum? Wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, selbst wenn alle sieben Plätze genutzt werden, bleibt noch genügend Kofferraum, um eine Reisetasche plus Koffer und noch ein paar kleine Reiseequipments mitzunehmen. Das ist schon mal sehr gut. Klappen wir dann diese dritte Sitzreihe um, haben wir einen gigantischen Laderaum. Also da wird so manch großes europäisches SUV doch sehr neidisch auf diesen Laderaum. Einziger Nachteil ist, es gibt leider kein Trennnetz. Dann nehmen wir einmal Platz auf den Rücksitzen. Fangen wir in der dritten Sitzreihe an. Ja, da kann ich gut sitzen. Meine Knie stoßen zwar an der Lehne vorne an, aber dennoch für so mittlere Strecken ist das völlig ausreichend und auch völlig okay. Gehen wir in die zweite Reihe, ist der Einstieg gar nicht mal so hoch, sondern fällt eher flach aus, interessanterweise. Ich sitze dann aber hinter meinem imaginären Ich mit richtig viel Beinfreiheit und Kopffreiheit. Es gibt auch eine Klimatisierung für den Fond. Wir können das über ein Panel oben an der Dachkonsole steuern, haben da oben auch Luftaustritte. Wir haben aber auch eine zentrale Mittelkonsole, wo wir nochmal Luftausströmer haben, wo wir die Luftrichtung auch steuern können. Wir haben Sitzheizung an den Außenpositionen. Wir haben zusätzlich auch USB-Anschlüsse für die Stromversorgung und wir haben auch einen
150 Watt Steckdose. Da braucht ihr aber wieder einen EU-Adapter, um den nutzen zu können. Isofix gibt es auch an den Außenbahnen. Die Haken liegen frei zugänglich. Also sind auch Kindersitze gut und leicht zu installieren. Vorne sitzt es sich dann hinter einem 3-Speichen-Lederlenkrad auf sehr bequemen, breiten Sitzen, die im Lehnenbereich gut ausgepolstert sind und ausgeformt sind mit auch ordentlichem Seitenhalt. Selbst das Sitzpolster ist ausreichend großdimensioniert, also da fehlt keine ausziehbare Schenkelauflage. Die Sitze sind mit Kunstleder bezogen, da würde ich mir eine bessere Qualität wünschen. Die wirken irgendwie insgesamt nicht so überzeugend wie Echtledersitze, das ist klar, aber sie sind dafür belüftbar und beheizbar. Zudem gibt es noch eine Lenkradheizung. Und elektrisch einstellbar mit Memory für Fahrer sind sie ebenfalls. Beim Blick über die Mittelkonsole fällt auf, alles wirkt sehr gut und aufgeräumt. Wir haben ein teildigitales Kombi-Instrument. Analog ausgeführt ist dann der Drehzahlmesser, die Kühlwasseranzeige und die Tankanzeige. In der Mitte haben wir dann noch ein größeres Display für die relevanten Fahrinformationen wie Tacho, Bordcomputer und allerlei Schnickschnack, den wir uns zusätzlich anzeigen können, wie Öltemperatur oder Luftdrücke, oder wir können sogar einen Performance-Monitor uns aufrufen, wo wir dann 0 auf 100, 0 auf 160 Zeiten, Viertelmeile-Zeiten, Lap-Times und so weiter alles abrufen können und speichern können. Also schon sehr, sehr crazy, muss man sagen. Dann haben wir einen zentralen großen Bildschirm, Touchscreen. Uconnect ist da auch wieder dahinter. Das ist natürlich aus dem FCA-Konzern geliehen, wo Dodge dazugehört. Die Bedienung ist sehr einfach, weil wir die Touchflächen recht groß sind. Wir können da auch gut drauf zugreifen. Bei der Klimasteuerung haben wir sogar so einen kleinen Rennfahrer als Symbol. Das ist ganz cool gelöst. Navigationssystem ist hier noch nicht umgesetzt. Das fehlt noch. Das muss noch aufgespielt werden. Es gibt leider keinen DAB-Tuner, aber dafür eine Harman Kardon Soundanlage, die auch richtig Power hat. Das klingt gut und macht auch Spaß zum Hören. Dann haben wir darunter ein Klimabedienteil, bei dem wir wirklich alles sehr gut einstellen können, auch intuitiv einstellen können. Unterhalb des Klimabedienteils haben wir dann noch 4 USB-Anschlüsse, 2 USB-C, 2 USB-A. Sehr geil, finde ich richtig gut. Dann haben wir noch eine Induktiv-Ladeschale fürs Smartphone. Es gibt natürlich auch Getränkehalter und eine Abendauflage, die zwar nicht verschiebbar ist, aber 2 Fächer aufbietet, und da geht auch noch mal jede Menge Stauraum hinein. Wir haben noch ein Glasdach hier verbaut, kein Panoramadach, ein klassisches Glasdach. Können wir aber öffnen und auch aufstellen. Auf der Straße zeigt sich der Durango als vielseitig, wie auch beim Platz, denn das Fahrwerk ist ja angenehm komfortabel. Es gibt aber eine straffe Grundauslegung. Das merkt man dann, gerade so kurze Ebenheiten werden mal kurz quasi angetiggert und mal so ein bisschen weitergeleitet. Bleibt aber alles im harmonischen Bereich, außer es ist ein tiefliegender Kanaldeckel. Wenn man da drüber fährt, ja, da fällt er dann schon teilweise wie so ein nasser Sack mal in dieses Loch hinein und schüttelt sich anschließend, wenn er da raus ist. Also das mag er überhaupt nicht. Auf der Straße dann aber liegt er richtig gut, und er soll ja ein sportliches SUV sein. Das kann er natürlich in dem Fall schon, weil er sich sehr gut auf kurvigen Landstraßen bewegen lässt, gerade auch auf so Passstraßen, macht er dann durchaus Spaß. Aber dann kommen wir eben dann wieder zum Punkt, warum es nicht ein richtiges Sport-SUV ist, wie wir es hier in Europa kennen. Denn der 5,7 Liter V8 Motor, den wir hier haben, mit stolzen 268 kW und 529 Newtonmeter maximalem Drehmoment, hat zwar genügend Kraft untenrum und powert auch schön raus und dreht vor allem auch sehr schön aus. Aber die lineare Kraftentfaltung sind wir natürlich jetzt hier als turboverwöhnte Gesellschaft kaum noch gewohnt. Da ist dann also der Druck aus der Kurve heraus doch ein bisschen verhaltener, was natürlich aber auch am hohen Gesamtgewicht von über 2,5 Tonnen leer hier beim Durango liegt. Wer also mehr Power haben will, der muss dann zu den zwei anderen Varianten greifen, zum SRT mit 6,2 Liter V8 Motor
Oder am Ende der Fahnenstange kommt jetzt noch der Hellcat mit dem 6,2 Liter Hemi V8 und Kompressoraufladung und über 700 PS. Also da sollte dann aber auch mehr als genügend Druck untenrum da sein. Ob wir den fahren können, das werden wir dann nochmal sehen. Schreibt es mir aber unten in die Kommentare, wenn ich den auch vorstellen soll. So, und da sind wir auch schon angekommen mit dem Dodge Durango RT. Und es ist ein riesiges SUV, was mir persönlich durchaus sehr, sehr gut gefällt optisch. Er fährt sich auch ordentlich, wie gesagt. Aber kommen wir jetzt erst einmal zum Thema Preis. Und das ist natürlich das Thema, was wir gemacht haben, war ja die Verbrauchsfahrt. Wir sind die Runde zweimal gefahren. Wir sind sie als erstes mit Autogas gefahren. Dabei hatten wir einen errechneten Spritverbrauch von 14,2 Litern. Und dann sind wir die Runde noch einmal mit Benzin gefahren. Und da war der errechnete Wert 11,8 Liter. Also ich finde, das ist natürlich schon eine große Gap, die wir da haben. Aber wenn wir dann auf die Kosten schauen, und dann haben wir gesehen, zum Beispiel für rund 10,22 Euro lässt er sich eben mit Autogas betreiben und für rund 18,22 Euro lässt er sich dann mit Benzin betreiben. Auf 100 Kilometern sparen wir also ganz 8 Euro ein, dadurch, dass wir Autogas fahren, trotz des deutlichen Mehrverbrauchs. Ich finde, das ist schon mal ein riesen Potenzial, wo wir wirklich noch mal Geld sparen können. Aber auch bei der Anschaffung ist so ein Dodge Durango jetzt gar nicht mal so teuer. 65.000 Euro kostet der Testwagen, wie er hier steht, eben voll ausgestattet. Und da haben wir dann schon viel an Bord, eben wie die 20 Zoll Leichtmetallräder, LED-Licht, wir haben ein Glasdach, wir haben eine Kunstlederausstattung, elektrische Sitzverstelle, Besitz, Heizung, Sitz, Lüftung und so weiter und so fort. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, was die Amis hier an Gesamtpaket schnüren. Wie gesagt, er lässt sich durchaus dynamisch fahren, hat aber auch einen guten Komfort. Also in meinen Augen ist das nicht so schlecht, aber man muss halt vielleicht ein paar Abstriche machen. Man merkt, dass das Auto aus USA kommt und hier umgerüstet wurde. Hier und da erkennt man so die Umrüstaktionen, dass halt kein DAB-Tuner zum Beispiel vorhanden ist oder aber die Nebelschlussleuchte nochmal nachträglich irgendwo eingebastelt werden musste. Oder aber, dass halt die Qualität dieser Kunstledersitze halt auch nicht vielleicht dem Premium-Anspruch hier genügt. Wenn man damit aber klarkommt, dann findet man im RT, also in einem Durango RT, einen wirklich sehr guten Begleiter, vor allem sehr großen Begleiter, der viel Platz bietet für die Familie, der auch eine hohe Zuglast bietet mit über 3,2 Tonnen. Das ist natürlich auch nochmal sehr entscheidend, wenn man denn dann auch noch die Anhängelast nutzen möchte. In meinen Augen war es das jetzt von mir aus hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like da und vor allem ein Abo für diesen Kanal, damit die Arbeit hier auch honoriert wird. Und jetzt lasst uns gerne über den Dodge Durango RT diskutieren unten in der Kommentarbox. Ich freue mich. Sag vielen lieben Dank fürs Reinklicken in dieses Video und Anschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.